Nach einem Kurzurlaub im Indischen Ozean bin ich wieder da und hey, was habe ich wenig verpasst? Nee, ehrlich, eigentlich ist nichts passiert. Okay, wobei, stopp. Wir haben eine Gamechanger-Neuigkeit und die ist definitiv eine Meldung wert. Die japanische Dessous-Marke Yummy Mart bringt offizielle Pikachu- bzw. Pokémon-Kleidungsstücke auf den Markt. Wobei Kleidungsstücke ist ein bisschen weit gegriffen. Ja, liebe Otakus und Nerds, haltet eure Meisterbälle fest und bucht schon mal eine spontane Reise nach Fernost. In der ersten Kollektion gibt es zwar nichts für die weiblichen Pokébälle, aber dafür für die Mushas-Region. Zugegeben, ich finde ja das Cape ganz niedlich. Bin mir aber sehr unsicher, wie ich das alles beim Vorbereiten der Hydropumpenattacke finden soll. Nicht, dass die Kollektion noch aus meinem Härtner einen Platscher macht. Das kannst du nicht schreiben. Der ist ja, wie ihr wisst, nicht sonderlich effektiv. Für euch Kokowai-Träger ist übrigens keine passende Kleidung angekündigt. Aber hey, nicht den Dick da hängen lassen. Das kann ja alles noch kommen. Schau an, Quantum Break verkauft sich gut. Das Actionspiel aus dem Hause Remedy Entertainment konnte den besten Start einer neuen Microsoft-Marke auf der Xbox One hinlegen. Gut, okay, das ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Schließlich ist Quantum Break der bisher größte neue Titel und die Hardware-Base der Xbox wird halt auch immer, naja, mehr und mehr. Aber hey, billige PR-News in einer sonst relativ leeren Woche kann man ja mal machen, oder etwa nicht. Konkrete Zahlen nannte Microsoft übrigens keine. Dafür hat sich Quantum Break dann wohl doch nicht gut genug verkauft, als dass man eben mit den Zahlen prahlen könnte. Ihr glaubt, der Minecraft-Hype wird weniger, naja, wir glauben eher, es wächst einfach eine neue bzw. weitere Minecraft-Generation heran. Wie die New York Times berichtet, verkauft sich Minecraft systemübergreifend derzeit noch ca. 10.000 Mal pro Tag. Der Löwenanteil der täglichen Verkäufe erreichen dabei übrigens die Versionen für Konsolen und Mobiltelefone. Ganz besonders die Pocket Edition, die immer weiter verbessert wird und mittlerweile auch am Heimrechner via Windows 10 gezockt werden kann, sorgt für volle Kassen bei Microsoft. Ich persönlich sehe übrigens immer mehr Kinder und Jugendliche in Zügen, die alleine oder via WLAN zusammen auf Diamantenjagd gehen. Und ja, mehr gibt's zu dieser Newsmeldung auch nicht zu sagen, aber wie gesagt, ist eh eine leere Woche. Und wo wir schon über Verkaufszahlen gesprochen haben, hier die aktuellen Verkaufscharts aus Deutschland. Auf Platz 5 Black Ops 3 auf der PS4, Platz 4 belegt FIFA 16 auf der PS4. Runter von der 1 auf die 3, Ubisoft's The Division für die PS4. Und neu auf der 2, ein Xbox One-Spiel, nämlich Quantum Break. Platz 1 geht ebenfalls an einen Neueinsteiger, Dirt Rally auf der PS4.